Oft war mein Leben ein blutiges Gemetzel. Kummer oder Ängste, ich versuch mich nicht zu stressen. Jeder denkt, er ist der Smoothste, ist der Freshste, ist der Coolste, ist der Beste und kickt Moves, die alle echt sind. Ich bin ehrlich, denn ich tu es mit dem Herzen. Ich fühl jede einzelne Millisekunde, wenn ich rappe. Ich zieh die Turnschuhe an und renne durch den Tunnel bis ans Ende, durch das Dunkle, bis es hell ist. Was sich viele, viele wünschen. Alpagan. Meine Story, Digga. Und ich hab da kurz schon reingehört. Nicht lang, also nicht alles. Hier, ihr seht's unten. Ein Stück. Und ich hab danach in die Kommentare geguckt und hab keinen Kommentar gesehen, dem das aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist. Und das teile ich euch gleich mit. Und jetzt ziehen wir uns rein. Alpagan, kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. So wirklich, ich ist irgendwie nicht auf meinem Radar. Was nicht heißt, dass ich ihn scheiße finde oder dass ich ihn geil finde. Er ist einfach irgendwie nicht da. Und wir lassen uns jetzt hier komplett drauf ein. Ich bin gespannt, me friendos. Und ich sag von vorne weg, ich habe keine Ahnung, in welcher Konstellation Alpagan mit Samra irgendwie stand. Also ich weiß, dass er irgendwann hier die Thematik Samra anspricht. Ich habe aber überhaupt kein Hintergrundwissen. Also spart euch hier den Hate-Kommentar und helft mir einfach auf die Sprünge wie Trampolinlehrer und erklärt mir das Ganze. Ist jemand was aufgefallen am Beat? Ah, da schreibt schon einer Nasbeat. Genau das. Das habe ich in keinem Kommentar gefunden unter dem Track von Alpagan. Und zwar ist der Beat nachgebaut auf einen der geilsten Nas-Beats überhaupt. Ihr seht, ich habe hier sogar schon mal Nas One Mic Piano gegoogelt, weil ich es nachspielen wollte. Der Nas-Song One Mic ist einer der legendärsten Alben, einer der legendärsten Tracks von Nas auf einem der legendärsten Alben Stillmatic von Nas. Und der Beat ist komplett nachgebaut von Alpagan, was gar keine Kritik ist, um Gott, versteht es nicht falsch so, ich finde es komplett geil so. Es catcht mich komplett, ich ärgere mich eher, dass ich den Beat nicht genommen habe so, weil der Beat ist einfach zu krass. Und Alpagan hat sogar diese Sirenen von den Bullen und diese ganzen Hintergrundsounds, die bei Nas One Mic sind, 1:1 auch übernommen und auch in seinen Text eingebaut so. Wir hören mal ganz kurz den Nas rein, Freunde. Yo, all I need is one mic, one beat, one stage, one person front, my face on the front page. Only if I had one love, one girl and one crib, one God to show me how to do things his son did, pure. Like a cup of virgin blood. It was police watchers, roll up and try knocking us, one knee I duck. Could it be my time is up, but my love I got up, the cops shot again. Bus stop glass bursts, a fiend drops his Heineken, ricocheting between the spots that I'm hiding in. If you really think you're ready to die, the time's now. All I need is one mic, one mic. All I need is one mic, one mic. All I need is one mic, one mic, one mic. All I need is one mic. Okay. All I need is one cup, one page and one. Like a cup of virgin blood. Okay, Freunde, haben wir uns kurz gegeben. Jetzt wisst ihr auch hier Bescheid, wo der gute Sound von Alpagan herkommt oder wo sich angelehnt wurde so ein bisschen, ne? Yes, yo, geben wir uns. Geil. Es fing an in Schöneberg, mein Bezirk, hier bin ich groß geworden. Es verging bis heute kein Tag ohne Sorgen. Mit 13 auf der Straße, mit einer Hand voll Cannabis. Alt genug gewesen, um zu wissen, dass der Shit haram ist. Ich habe jahrelang... Mit Cannabis, Shit haram ist. Krass, also ich finde, das ist so... Das ist so ein voll on point der Flow, den er hier an den Tag legt. Gefällt mir. Ich bin auch hier, das ist auch gar nicht böse gemeint. Es ist für mich halt so, es gibt so Tracks... Das habe ich ja letztens auch bei Johnny Dixon gesagt, bei seiner Parodie, die er gemacht hat von dem Track Vermissen von Juju oder so, ne? Ich will jetzt hier wirklich, ich wollte auch damals nicht Juju mit Dr. Dre oder mit wem auch immer vergleichen, aber ich finde, es gibt so ein paar Tracks, es ist auch bestimmt nur bei mir so, ich will nicht sagen, die sind unantastbar, aber die sind so, die stehen schon so krass für mich alleine, ne? Und wenn du dann diesen Beat pickst oder ihn nachbaust oder so, ne? Von dem krassen Track, dann musst du halt wirklich eine Bombe darauf liefern, so, ne? Und das, finde ich, ist bei Johnny Dixon damals nicht ganz gelungen und ich bin gespannt, was jetzt Alpagan hier auf diesen Nas-Beat macht, Alter. Bis jetzt hat es mich...
auf jeden Fall interessiert und ich bin gespannt jetzt so. Das ist so, ich mag Storyteller-Tracks einfach, wo mir jemand was erzählt, Alter. Mit einer Hand voll Cannabis, alt genug gewesen, um zu wissen, dass der Shit haram ist. Ich habe jahrelang getickt, das war mein Hauptberuf. 100 Gramm am Tag, ich hab mir das nicht ausgesucht. Ich jagte nach meinem Traum, während mich die Bullen jagten. Ich wollte auf dem Konto nach der 160 haben. Da war genau die gleiche Stelle wie bei Nas. Ticken war mein Hauptberuf. Da-da-ba-da-ba-da, ich hab mir den Scheiß nicht ausgesucht. Vor die Buchstaben, mich die Bullen jagten. Ich wollte auf dem Konto nach der 160 haben. LV, die Buchstaben, Jet Set, Flughafen. Nie mehr mit dem Zug fahren, einfach nur genug haben. Ich wusste nicht, wie ich meinen Vater stolz mache, weil ich mit meiner Fußballkarriere keinen Erfolg hatte. Boah, Digga, so Lines catchen mich halt immer so, wenn es um diese Familie geht, auch gerade um die Thematik, irgendwie seine Eltern stolz zu machen, dann geht es für mich jedes Mal wie ein Stich ins Herz, weil ich das so krass fühle. Das ist, wenn ich einen Struggle nennen müsste, ich habe viele Struggles, ne? Wenn ich einen Struggle nennen müsste, auf den ich mich festlege, dann würde ich sagen, es ist der Struggle, dass ich versuche, meine Eltern stolz zu machen. Oder ich mache meine Eltern stolz, oder aber das zu halten, so. Das ist auch, wenn meine Eltern immer sagen, ach, du machst dich verrückt wegen gar nichts, so, aber für mich ist es der größte Struggle auf Erden, Alter. Diese Blicke, wie ich meinen Vater stolz mache, weil ich mit meiner Fußballkarriere keinen Erfolg hatte. Böse Blicke, wenn du durch Schöneberger Gassen gehst. Mama konnte es nicht verstehen, warum ihr so eine Waffe trägt. Damals war die Akte so mies und heute zeige ich immer noch denselben Mittelfinger. Fuck the police, dann kam die... Damals war die Sache so mies und heute zeige ich immer noch den gleichen Mittelfinger. Fuck the police. Damals nice. War die Akte so mies und heute zeige ich immer noch den gleichen Mittelfinger. Fuck the police. Dann kam die Agro-Zeit, nächtelang im Studio. Hustle pur, Sido wollte, dass ich ihn backe auf seiner Maske tue. Ich hab alles liegen gelassen und nie an Geld gedacht. Keiner von euch hat mich entdeckt, ich hab mich selbst gemacht. Selber durch die Szene. Niemand von euch hat mich entdeckt, ich hab mich selbst gemacht. Auch nice, Alter. Lassen und nie an Geld gedacht. Keiner von euch hat mich entdeckt, ich hab mich selbst gemacht. Selber durch die Szene, durch harte Zeiten und viele Krisen. Selber durch die Szene, durch harte Zeiten und viele Krisen. Nicer Flow. Keiner von euch hat mich entdeckt, ich hab mich selbst gemacht. Selber durch die Szene, durch harte Zeiten und viele Krisen. Trotzdem bin ich mir selber loyal und immer real geblieben. Mir selber treu geblieben, auch. Ich bin mir real geblieben. Durch viele Krisen, ich bin mir real geblieben. Ich weiß, jeder weiß, was er meint. Ich will jetzt auch so eine Scheiße gar nicht auf die Goldwaage legen, aber es ist meiner Meinung nach eine komische Formulierung. Ich bin mir real geblieben. Wenn, dann bist du dir... Ja, doch. Doch, doch. Und viele Krisen, trotzdem bin ich mir selber loyal und immer real geblieben. Mir selber treu geblieben, auch als ich nur Leid sah. Auch als ich nicht mehr so gehypt war. Dieses rumgekrieche Geschleime, geschweige denn Johnny, das brauch ich nicht. Boah, die, all nice. Auch als ich nicht mehr so gehypt war. Dieses rumgekrieche Geschleime, geschweige denn Johnny, das brauch ich nicht. Dieses rumgekrieche Geschleime, geschweige denn Johnny, das brauch ich nicht. Auch als ich nicht mehr so gehypt war. Dieses rumgekrieche Geschleime, geschweige denn Johnny, das brauch ich nicht. Jeder weiß, dass meine Seele nicht zu verkaufen ist. Ich blaue nicht wie ihr für meinen Erfolg, Johnny, ich hab ein Ziel. Zu viele haben mit meinem Hack gespielt. Wir haben es vorgemacht und euch gezeigt, was echter Rap ist mit Flows geht's. Boah, schade, dass er hier nicht wie Nas diesen Drop bringt, so, ne? Wenn der Beat wieder ruhiger wird. Dass er da dieses One Mic oder... Das ist meine Story. Wir haben mit meinem Hack gespielt, wir haben es vorgemacht und euch gezeigt, was echter Rap ist. Mit Flow, Skills und Technik kamen wir in die Backspin, in die Juice. Hip-Hop, Bravo, MTV und Viva Live. Es hat geklappt, doch manche Brüder mussten wieder rein. Alles lief, doch leider kam... Und Viva Live, es hat geklappt, doch manche Brüder müssten wieder rein. Wisst ihr, wann ich Rap fühle und wann ich das geil finde? Das gibt mir so einen Ami-Rap-Flavor, ne? Also ich finde jetzt zu seinem Flow, muss ich sagen, der ist für mich jetzt nicht so, dass ich denke, boah, krasser Flow oder so, ne? Aber bei dem Track kommt es auch gar nicht darauf an, sondern bei dem Track kommt er darauf an, welche Werte er vermittelt oder welche Gefühle er seinen Hörern vermittelt, ne? Und bei mir vermittelt der, obwohl er Thematiken und Dinge anspricht, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, gibt er mir so das Gefühl, dass ich mich damit identifizieren kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich fühle es trotzdem. Und das macht Rap geil. Wenn du es fühlst, obwohl du dich mit den Dingen eigentlich nicht identifizieren kannst. Ich hab keine Freunde, die in den Bau gehen, so. Ich hab vielleicht Freunde, die ein paar Sozialstunden machen mussten, so. Ja, aber mehr auch nicht. Und trotzdem fühle ich diesen ganzen Vibe und den Flavor von dem Song gerade komplett. Wie und Viva Live, es hat geklappt, doch manche Brüder müssten wieder rein. Alles lief, doch leider kam ich nicht mit jedem klar, weil es auf der Street immer wieder neue Probleme gab. Mama war beruhigt, weil ich im Zimmer am Texten war. Paar Jahre später hieß es, Alpagan, der Ghetto-Star. Das Ghetto war hart, ich wollte raus aus diesem Rattenloch mit der Zeit. Das Ghetto war hart, ich wollte raus aus diesem Rattenloch. Er hat geile Flow-Pattern teilweise so. Vermehrten sich die Neider und ich hatte Zoff, ich hatte Bier. Hart, ich wollte raus aus diesem
Sachsen war. Paar Jahre später hieß es Alpagan, der Ghetto-Star. Das Ghetto war hart, ich wollte raus aus diesem Rattenloch. Mit der Zeit vermehrten sich die Neider und ich hatte Zoff. Ich hatte Beef, hatte Kies und endlich wieder neue Schuhe. 100.000 Euro für ein Auto und eine teure Uhr. Ausländer prägte nicht nice. Wieder neue Schuhe, 100.000 Euro für ein Auto und eine teure Uhr. Ausländer prägte nicht nur all die Jugendlichen. Heute heißt es Leo Tralala, wenn ich auf YouTube klicke, Rapjack 16. Nice, Digga. Ausländer war sein Album damals. Ich bin ein Ausländer. Heißt es nicht so? Alpagan, ich bin ein Ausländer. Irgendwie sowas, Freunde. Nimm's mir nicht übel. Ausländer prägte nicht nur alle Jugendlichen. Heute heißt es nur noch La La La, wenn ich auf YouTube klicke. Mega nice. Nicht nur all die Jugendlichen. Heute heißt es Leo Tralala, wenn ich auf YouTube klicke. Rapjack. Heute heißt es Leo Tralala, wenn ich auf YouTube klicke. Mega, mega nice, Digga. Mega nice. Prägte nicht nur all die Jugendlichen. Heute heißt es Leo Tralala, wenn ich auf YouTube klicke. Haha, dumm für dich gelaufen, Stockbrot mit Code, Alter, dass ich jetzt hier in den Chat gucke. Auf Ansage, er sagt gleich geiler vorgezogener Flow. Okay, Digga. Okay, schauen wir mal. Prägte nicht nur all die Jugendlichen, heute heißt es Leo Tralala, wenn ich auf YouTube klicke. Rapjack, 16bars.de, TV, Straßensound, Rap-Update, Schlagzeilen, jeder lässt den Harten raus, doch sie kriegen Panik. Bis jetzt war's noch nicht so. Da war kein vorgezogener Flow, mein Jung. Bars.de, TV, Straßensound, Rap-Update, Schlagzeilen, jeder lässt den Harten raus. Doch sie kriegen Panik auf der Straße, wenn ein Schuss fällt. Eure krassen Gangster-Rapper zahlen Schutzgeld. Eure Rapper tapper tapper. Doch sie kriegen Panik auf der Straße, wenn ein Schuss fällt. Eure krassen tapper 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 zahlen Schutzgeld. Machte mir Feinde, sie wünschten mir das Karriere aus. Sie kamen und waren alle nur auf Karriere aus. Seitdem bin ich. Nice! Sau einfach, Digga, das ist manchmal so, sie wünschen mir das Karriere aus, sie kamen und sagen, da, aber dann auf Karriere aus, das ist schon nicht krass, aber ich find's trotzdem irgendwie mega gut, Digga. Feinde, sie wünschten mir das Karriere aus. Viele Feinde, sie wünschten mir das Karriere aus. Eure krassen Gangster-Rapper zahlen Schutzgeld. Ich machte mir Feinde, sie wünschten mir das Karriere aus. Sie kamen und waren alle nur auf Karriere aus. Seitdem sie kamen und waren alle nur auf Karriere aus. Gefällt mir der Flow. Machte mir Feinde, sie wünschten mir das Karriere aus. Sie kamen und waren alle nur auf Karriere aus. Seitdem bin ich meinen Weg allein gegangen, genau wie Jason Bourne. Ich hab mein Fame verloren, doch hab die alten Tapes im Ohr. Und heute hol ich Double M und Monkey an Bord. Und alles, was ich präsentiere, läuft über Johnny Records. Loyalität. Nice, Digga. Also man fühlt es schon so mit. Ich finde, es ist auch immer geil, als so eine Story so zu erzählen, dass man sie als Zuhörer fühlt, so ohne Spaß. Und ich höre ihm gerade gerne zu und es ist auch wirklich eine Kunst, das alles so aufs Blatt zu bringen. So Storyteller-Tracks sind eigentlich so mit die schwersten, so, weißt du? Ist wirklich so. Hol ich Double M und Monkey an Bord. Und alles, was ich präsentiere, läuft über Johnny Records. Loyalität ist das Einzige, was für mich wichtig war. Doch anscheinend passe ich nicht mehr rein in euren Businessplan. Ich chill jetzt im Business Class, Wodka oder Hennessy. Ich chill mit der Family Lux. Sag Daniel Selemi, ihr euch. Ja, nice. Das Einzige, was für mich wichtig war. Doch anscheinend passe ich nicht mehr rein in euren Businessplan. Ich chill jetzt im Business Class, Wodka oder Hennessy. Ich chill mit der Family. Sag Daniel Selemi, ihr euch drum für die Karriere. Doch ich wollte nie so sein, immer noch. Das ist ein bisschen wie wir, Jack Selemi, keine Ahnung, was er da sagt. Verstehe ich nicht, kann ich nicht wiedergeben, weiß ich nicht, was er meint und alles. Aber ich fühl's. Ich, Digga, wirklich so. Das ist Mucke halt, wenn du es fühlst, Digga. Das ist wie wenn du Ami-Rap hörst. Na klar habe ich zu der englischen Sprache schon irgendwie einen Bezug und verstehe da viel, was sie sagen. Aber ich verstehe auch viel nicht und ich fühl's trotzdem. Und das vermittelt er mir auch gerade. Family Lux, sag Daniels Businessplan. Ich chill jetzt im Business Class, Wodka oder Hennessy. Ich chill mit der Family Lux, sag Daniels Selemi. Ihr heuchelt rum für die Karriere, doch ich wollte nie so sein. Immer noch am Glänzen, Alperabi, Valentino-Style. Immer noch die Stimme der Straße und das bis zum Ende. Im Gegensatz zu euch ist Alperabi immer noch Legende. Ist okay, jetzt hast du die Straße und das bis zum Ende. Im Gegensatz zu euch ist Alperabi immer noch Legende. Ist okay, jetzt hast du die Lila, Samra, ein Bi. Komischer Übergang hier, finde ich. Zu euch ist Alperabi immer noch Legende. Ist okay, jetzt hast du die Lila, Samra, ein Beamer, Samra und eine Visa, Samra. Sag mir, wer hat dich. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Der Straße und das bis zum Ende. Im Gegensatz zu euch ist Alperabi immer noch Legende. Ist okay, jetzt hast du die Lila, Samra, ein Beamer, Samra und eine Visa, Samra. Sag mir, wer hat dich beachtet, als ich dich damals gefeatured hab. Ich meine die Säcke, die du jetzt alle gefeatured hast. Und das. Ja, nice, Alter. Beachtet, als ich dich damals gefeatured hab. Ich mein die Säcke, die du jetzt alle gefeatured hast. Und das mit 187 war für mich ein Eigentor. Du wurdest gehypt zu der Zeit, als ich meinen Hype verlor. Was war mit 187? Was war mit 187? Ich hab schon auf Des Bosses Track reagiert.
Die haben zusammen 187 gedisst. Okay. Mit 187 war für mich ein Eigentor. Du wurdest gehypt zu der Zeit, als ich mein Hype verlor. Ich wollte nur deine Freundschaft, doch von dir kommt nix. Schön, dass die neue Jacke von Louis Vuitton ist. Ich hab getan, was ich... Boah, Digga, das würde ich gerne mal sehen. Ich finde das auch so gut, weil das ist eigentlich so, ich finde das auch ein geiles Stilmittel, so gerade im Rap-Business, ne, wo du deine Kontrahenten und Gegner, wenn du Diss-Track machst, immer gleich fickst, so, ne. Und dieses offensichtliche Ficken fickt einen Kontrahenten oft gar nicht so. Und ich glaube, wenn jetzt Alpagan angefangen hätte, da irgendwie ihn zu dissen, so, also richtig zu dissen, so im Sinne von einfach so beleidigen oder sonst was, ne? Oder auch auf einen harten Beat irgendwelche Fakten auf den Tisch geknallt hätte, so wie es PA bei Casey gemacht hat und so, ne? Dann fickt es natürlich auch, so um Gottes Willen, kann reinficken, so, ne? Aber er kommt auf die Gefühlsebene, Digga. Und wenn du mit einem Freund, wenn du einen Freund hast, mit dem du Jahre verbracht hast, Digga, mit dem du dein Brot geteilt hast, ne? Dann fühlst du den, Digga. Und wenn dann jemand kommt, jetzt hast du dein Lila Samra, dein Bima Samra, ne Visa Samra, und das so melancholisch rüberbringt, Digga, dann sticht es, glaube ich, mehr ins Herz rein, als wenn er dir auf einem weiß ich nicht, Hardcore-Beat irgendwie versucht, die Leviten zu lesen, so. Ich glaube, dass das wirklich diese Gefühlsebene ficken könnte bei Samra. Für mich ein Eigentor, du wurdest gehypt zu der Zeit, als ich mein Hype verlor. Ich wollte nur deine Freundschaft, doch von dir kommt nix. Schön, dass die neue Jacke von Louis Vuitton sitzt. Ich hab getan, was ich konnte, damit du alles schaffst. Und ich bin immer noch da, wo du mich gelassen hast. Das ist kein Diss, das ist alles, was sich hier aufgestaut hat. Ich respektiere, was du aufgebaut hast, aber ja, du wusstest doch. Ja, da ist die Stelle mit dem vorgezogenen Reim, ne? Willst du hören, komm, willst du hören auf Ansage, ne? Ja, ist ein vorgezogener Reim, ist auch, ich mag vorgezogene Reime, immer. Ich finde auch hier die Platzierung, die Stelle von dem vorgezogenen Reim geil ist, weil er den vorgezogenen Reim an der Stelle sitzt, kurz bevor die Drums reinkommen und er somit noch einen spannenderen Einstieg für die nächste Zeile geschaffen hat. Ja. Ich konnte, damit du alles schaffst, und ich bin immer noch da, wo du mich gelassen hast. Ich hab alles gegeben, damit du alles schaffst, und ich bin immer noch da, wo du mich gelassen hast. Das ist kein Diss, das ist alles, was sich hier aufgestaut hat. Ich respektiere, was du aufgebaut hast, aber ja, du wusstest doch, dass ich in der Szene nur geblutet hab. Und trotzdem hab ich dich gepusht, weil ich in dir was Gutes sah. Ich mochte deine Art, deine Witze und dein Flow sehr. Heute bist du weg und ich bin dir nicht mal ein Post wert. Scheiß auf die anderen, die mich jahrelang... Ja, Digga, das ist schon irgendwie emotional, kann man wirklich so sagen. Dein Flow sehr, heute bist du weg und ich bin dir nicht mal ein Post wert. Scheiß auf die anderen, die mich jahrelang beschissen haben. Gottlose Hunde, die nicht mein schlechtes Gewissen haben. Ich hab gemerkt, dass in der Szene keine Ehre gab. Doch das mit dir hat mir am meisten wehgetan, die Bilder. Oh, Digga, ah, so Zeilen, das manchmal liegt die Würze in den einfachen Dingen, Digga. Ey, Digga, das gibt mir gerade. Ich will nicht wie ein 0815-YouTuber klingen, der bei jeder Zeile sagt Gänsehaut. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag prinzipiell alles, auch wenn mir ein Furz quer sitzt. Und ich hab grad Gänsehaut, Digga. Ich hab grad Gänsehaut. Gemerkt, die mich jahrelang beschissen haben. Gottlose Hunde, die nicht mein schlechtes Gewissen haben. Ich hab gemerkt, dass in der Szene keine Ehre gab. Doch das mit dir hat mir am meisten wehgetan. Gottlose Hunde, die mich jahrelang beschissen haben. Ich hab gelernt, dass in der Szene keine Ehre gab. Doch das mit dir hat mir am allermeisten wehgetan. Digga, das ist die Zeile. Das ist die Zeile, die Zeile fickt Samra. Nicht im Sinne von, er fickt Samra, sondern sie berührt Samra emotional. Ich hab gemerkt, dass in der Szene keine Ehre gab. Doch das mit dir hat mir am meisten wehgetan. Bilder in meinem Kopf und ich krieg sie nicht weg. Sei mal ehrlich, war ich für dich nur ein Mittel zu Zweck. Ich habe dich geliebt, ja, und deine Brüder in mein Herz geschlossen. Und darum hat das mich so schwer getroffen, Bruder. Nein, das ist kein Hass. Ich wünsche dir nichts Schlechtes. Das sind die Zeilen von einem Bruder, der verletzt ist. Und nice, Digga, nice. Ich finde auch die Vorangehensweise, die er hier an den Tag legt, echt gut so. Das ist kein Diss-Track. Ich zeig dir nur, das ist ein Song von einem Bruder, der verletzt ist. Kein Hass, ich wünsche dir nichts Schlechtes. Das sind die Zeilen von einem Bruder, der verletzt ist. Digga, wirklich so, wenn mir ein alter Freund, selbst wenn ich hab wirklich Freunde verloren auf meinem Weg, ne, sag ich dir ehrlich so, und auch weil ich nicht immer korrekt war, so, ne? Wenn mir ein alter Freund, mit dem ich jetzt keinen Kontakt mehr hätte, so, ne, mir sowas schreiben würde auf so einem Beat, Digga, dann würd's mich zerfleischen. Wenn es für mich wirklich, in meiner Welt sagt man nicht Bruder, so, in meiner Welt sagst du, das ist ein Freund, so, ne, ich bin deutscher Allmann, da gibt's Freunde, klar sagt man auch mal Bruder oder so, oder Digger, oder, aber für mich sind das Freunde, so, ne, und wenn mir ein alter Freund jetzt
egal was er mir angetan hat oder ich ihm angetan habe oder egal aus welchen Gründen sich unsere Wege getrennt haben, so einen Track machen würde, Digga. Auch wenn der hier von den Flows teilweise nicht ganz so mein Geschmack ist. So, wenn es nur nach dem Klangbild geht, dann sage ich, ja, ist jetzt für mich nicht so das Gelbe vom Ei, so, ne? Ist nicht gerade die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber es ist emotional, Alter, und es transportiert das Gefühl. Und wie gesagt, wird mir ein alter Homie sowas, ich glaube, ich würde da hinschmelzen, Alter. Kein Hass, ich wünsche dir nichts Schlechtes. Das sind die Zeilen von einem Bruder, der verletzt ist. Und heute muss ich dir leider vom Weiten zusehen. Doch mir reicht es, weil ich weiß, dass es dir gut geht. Tu mir einen letzten Gefallen, weil es von Herzen kommt. Leb dein Leben, doch vergiss nie, woher du kommst. Ich lass nichts auf dich kommen, auch wenn die Wege sich getrennt haben. Auch wenn ich am Hungern bin, will ich von dir keinen Cent haben. Ich bin bereit. Nice, auch wenn sich die Wege getrennt haben, auch wenn ich am Hungern bin, will ich von dir keinen Cent haben. Das sind die richtigen Werte, die er hier an den Tag legt. So irgendwie. Er geht es so an, dass Samra eigentlich nichts machen kann, außer gefühlstechnisch zu zerbrechen. So. Weil er sagt mehrmals, das ist kein Diss, ich will von dir nichts haben, so, ich will dir einfach nur mein Leid mitteilen. Das ist nur ein Song von einem Bruder, der verletzt ist und so. Und das kann eigentlich, wenn die wirklich so befreundet waren, wie ich es jetzt denke, nachdem Alpha Gun mir das erzählt, dann muss es Samra auf jeden Fall, das... Gab es ein Statement von ihm? Gibt es da ein Statement von dem, Freunde? Ja, auf Insta jage übrigens. Ja, gab eins. Ja, das ist. Es klingt hier echt, als würde ich einen Track über meinen Ex-Freund schreiben. Ja, das ist halt so. Das sind aber genau die Tracks, dann fängst du an, Mucke zu fühlen halt. Wenn die dich an irgendwas erinnern oder du dich mit irgendwas identifizieren kannst, dann fickt's rein, Digga. Dann wird's emotional. Oder die Lara, Fräulein Lara natürlich. Ich wollte nicht Digga sagen. Das ist bei mir ein Automatismus, der schon viel zu ausgeprägt ist. Nein, das war fake, das Statement. Wenn die Wege sich... kommt, lebt dein Leben, doch vergiss nie, woher du kommst. Ich lass nichts auf dich kommen, auch wenn die Wege sich getrennt haben. Auch wenn ich am Hungern bin, will ich von dir keinen Cent haben. Ich bin bereit, Johnny, auch wenn du mich jetzt dissen willst. Das musste sein, weil du ein Teil meiner Geschichte bist. Boah, Digga, nice. Bin bereit, Johnny, auch wenn du mich jetzt dissen willst. Das musste sein, weil du ein Teil meiner Geschichte bist. Denn was ich hier erzähle, ist nicht irgendeine Story. Das ist meine Story, ja, das ist meine Story. Nice, das ist meine Story. Was ich hier erzähle, ist nicht irgendeine Story. Nein, das ist meine Story. Das ist meine Story. Was ich hier erzähle, ist nicht irgendeine Story. Das ist meine Story. Ja, das ist meine Story. Nice, Digga. Das ist meine Story. Das ist meine Story und nicht irgendeine Story. Meine Story. Das ist meine Story. Und nicht irgendeine Story. Okay, nice, Mann, Alter, da wirklich so, das ist so. Was soll ich sagen? Ich hab alles gesagt. Ist schon eine stabile Nummer, Digga. Das ging mir jetzt auf jeden Fall nicht, ging mir schon nah, aber nicht in dem Sinne von nah, dass ich denke so, Gott, es zerreißt mich komplett. Aber es ist der Grund, warum ich Musik höre, weil ich dann was fühle. Und das ist Alpha Gun hier gelungen, Alter. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Ui. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausendfüßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, nutz den Scheren in der Optik und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes,